Frau Krendlinger hat dieses Gewürzgläschen weggeworfen, weil ich sie darum gebeten habe. Sie hat auf meinen ausdrücklichen Wunsch gehandelt. Sie hat nichts mit der Sache zu tun. Robert. Bitte, Eva, wir müssen endlich aufhören mit dieser Lügerei. Ihnen ist schon bewusst, was Sie hier tun. Sie machen eine ganz offizielle Aussage hier vor Zeugen, dass Sie Frau Krendlinger dazu aufgefordert haben, dieses Gläschen zu beseitigen. Er macht überhaupt keine Aussage, weil es nicht war. Genau so war es. Tja, wenn das so ist. Herr Saalfeld, ich verhafte Sie wegen dringendem Mordverdachts an Götz Zastrow. Manchmal, ich habe nur von diesem Kräutergläschen gesprochen. Ich habe mit dem Mord an Herrn Zastrow nichts zu tun. Ich würde sagen, das klären wir auf dem Revier. Kommen Sie mit. Danke, schönen Tag noch. Gern geschehen, aber was? Herr Kommissar! Ja? Alles in Ordnung, Robert ist gerade. Ein paar Minuten ist es wohl gehen mit meinem Mandanten. Aber nur hier? Ja. Sag's mal, sind Sie von allen guten Geistern verlassen, damit das klar ist? Ab jetzt redet ihr, dann haben wir vielleicht eine Chance, dass heute am Zorn kommen. Ich brauche keinen Anwalt. Ja, das Siege. Es war alles genauso, wie ich es gesagt habe. Ja, ich verstehe schon, Sie wollen das Mädel in Schutz nehmen. 15 Jahre Zuchthaus, ein bisschen ein hoher Preis. Also, aber eins sag ich dir, Sie sagen ab jetzt kein Wort mehr. Ist das klar? Jetzt ging es. Hauen's ab. Robert? Robert! Frau Krendlinger? Oh, hallo, Frau Engel. Ein Fax für Sie. Ah, danke, das nenne ich Service. Wollen Sie sich nicht setzen? Wenn ich nicht störe? Ja, ganz im Gegenteil. Ich kann den Wolfsbarsch von der Tageskarte empfehlen. Ich hätte gerne einen Espresso, bitte. Zwei Espressi, bitte. Gerne. Was für eine zauberhafte Gesellschaft. Oh, bitte. Ah. Oh. Schlechte Nachrichten. Ach, nichts, wodurch Sie sich den Tag verderben lassen sollten. Aber Ihre ist verdorben? Sie kennen nicht zufällig jemanden, der sich mit 50.000 Euro an meinem Filmprojekt beteiligen möchte? Kleiner Scherz. Tja, selber schuld, wenn man eine kleine Dorfbank als Investor für ein Stück Kunst ins Boot holt. Danke. Aha, und die Bank hat sozusagen kalte Füße bekommen? Nein, aber offenbar doch Berührungsängste mit der Filmbranche. Tja, Pech für mich. Ja. Aber auch für die Bank. Und so ein Film, ist das eigentlich ein sicheres Investment? Na, absolut, wieso? Er glaubt, du bist reich und er will dich ausnehmen. Und woher willst du das wissen? Jemand hat ein Gespräch belauscht, wie der Kerl das quasi gesagt hat, okay? Ich wäre nie drauf gekommen, Sie zu fragen, aber wenn Sie Interesse haben. Ich glaube, das ist eine Nummer zu groß für mich, aber ich würde mich umhören, versprochen. Hast du schlechte Laune? Wegen deiner Freundin? Ex-Freundin, bitte. Max hatte vorhin einen Fax von diesem Tanner. Ich konnte kurz einen Blick drauf werfen. Angeblich ist ein Investor für sein Filmprojekt abgesprungen. Und? Auch wenn du glaubst, dass sie keine Hilfe braucht, du musst sie warnen. Hast du schon mit ihr geredet? Kein Wort hat sie mir geglaubt. Ich sei eifersüchtig. Soll sie Lehrgeld zahlen? Mal sehen, ob sie dann endlich von ihrem hohen Ross runterkommt. Du willst also, dass sie dem Typ Geld gibt? Aber da geht es nicht nur um ein paar hundert Euro. Du brauchst von mir nicht so zu tun. Ich weiß, dass du sie liebst. Das vergeht auch irgendwann. Unsinn! Doch, ist so. Willst du das denn? Nee, Stefan, heute, nicht morgen. Ja, per Mail bitte, genau.
Da muss das Programm halt komprimieren, wenn es so groß ist. Mein Gott, du kennst dich doch mit sowas aus, dachte ich. Ja, nee, ich habe auch nicht ewig Zeit. Ich melde mich später nochmal. Tschüss. Zimmerservice. Jetzt mach auf, wir sind's. Ja. Müsst ihr mich so erschrecken, oder was? Wenn du still und einsam willst, dann hättest du dir den Kloster aussuchen müssen. Hier, das sind 2000 Euro. Wir steigen ein. Mit 1000 Euro pro Nase, wie du gesagt hast. Wiedersehen macht Freude. Ordentlich verzinst natürlich. Ja, ja, aber wieso denn jetzt doch? Komm, steck ein und frag nicht lang. Ja, klar, klar. Danke. Max, aber die Sache ist schon sicher, oder? Klar, du kennst mich doch. Ja, eben deswegen. Wir haben dir unser ganzes Erspartes gegeben. Das ist eine sichere Sache, da ist überhaupt gar kein Risiko. Wir brauchen die Kohle wirklich dringend. Ja, du kannst dich schon mal nach einem passenden Wagen für euch umschauen. Dass die Engel dich doch nicht erwischt, ist auch ein Wunder, oder? Dazu musst du früher aufstehen, unsere feine Geschäftsführerin. So, und wie lange dauert das Ganze jetzt? Ein paar Tage, dann ist das Ding im Kasten. Macht euch mal keine Sorge, ja? Ihr kriegt auch euer schönes Kuvert zurück, nur dass das nächste Mal 20.000 Euro drin sind und nicht 2.000. Ja, wollen das hoffen. Ja. So, und jetzt raus, ich muss mich hier noch ein bisschen... Ja, ja. Oh. Tanner? Rosalie? Kannst du mir mal sagen, was du hier machst? Das Gleiche könnte ich dich fragen. Also ich habe nur die Arbeit der Zimmermädchen kontrolliert. Ist klar. So groß scheint dein Vertrauen in diesen Typen ja doch nicht zu sein. Er hat alles versucht, um Robert davon abzubringen. Und ich auch, aber Sie kennen ihn ja. Mit dieser Aussage spricht jetzt alles gegen ihn. Er hatte ein Motiv. Was total an den Haaren herbeigezogen ist. Der alte Hass auf Barbara von Heidenberg, seit sie freigelassen wurde. Er wollte Valentina schützen. Ja, aber das hat der Kommissar auch mir schon als Motiv unterstellt. Ich finde das ziemlich schwach. Es könnte dem Staatsanwalt reichen. Ja, und dann noch Roberts Gewürzgläschen mit den Spuren des Gifts. Er hatte zu jeder Zeit Gelegenheit, das Essen zu vergiften. Aber er war es nicht. Ich verstehe es einfach nicht, warum diese Falschaussage. Es gab doch überhaupt keinen Grund dazu. Herr Bachmeier und ich, wir hätten das schon irgendwie gerade gebogen. Tja, Robert hat das anscheinend anders gesehen. Er wollte Sie schützen. Dann muss ich ihm jetzt helfen. Wohin wollen Sie? Zur Polizei und sagen, dass Robert gelogen hat. Ja, und dann? Dann kommt er frei. Ja, und Sie gleichzeitig wieder auf die Anklagebank. Bleiben Sie da, das ist in Roberts Sinn. Aber wir können doch nicht einfach nichts tun. Wir müssen eben darauf hoffen, dass in diesem Land noch so etwas wie Gerechtigkeit herrscht. Wenn... Pachmeier ist ein erfahrener Anwalt. Gut, wenn ich noch irgendwas tun kann, dann... Ich wäre jetzt einfach gern allein. Natürlich. Danke.
Das war ein sehr schöner Ausflug. Ja, ein sehr schöner sogar. Vor allem bei dem Wetter. Dann bereust du nicht, dass du mich mitgenommen hast? Keinen Augenblick. Da seid ihr ja. Hast du uns vermisst? Ja, dich nicht unbedingt, aber Frau Zastro wird gesucht. Max hat alle Hände voll zu tun, die Bistro-Gäste aufs Restaurant umzubuchen. Was? Wieso ein Umbuchen? Ach so, ja. Ihr wisst es noch gar nicht. Ja, was denn? Robert wurde heute Mittag von der Polizei abgeführt. Abgeführt? Ja, er hat so etwas wie ein Geständnis abgelegt. Was? Das kann nicht sein. Er ist nicht der Mörder meines Vaters. Das muss ein Missverständnis sein. Oh Gott, und wir sind ausgebucht. Mist, Mist. Wo bist du denn hin? Ich muss das Bistro aufmachen, um es direkt danach wieder zu schließen. Ohne Robert gibt's nämlich nichts zu essen. Kalte Häppchen. Ja, mit Käsebroten brauche ich meinen Gästen wohl kaum zu kommen. Und für mehr reicht meine Kochkunst nicht. Oh, Mist. Ey, ich muss so schnell sagen. Läuft da was zwischen euch? Ich hab's mir doch gedacht. Ja, du bist ja auch der Studierte. Und jetzt muss ich. Jetzt kipp halt endlich zu, dass du dem Typ nicht über den Weg traust. Es reicht. Macht's etwas Spaß, mich zu demütigen. Was? Ja, worum geht's dir denn sonst? Darum, dass du diesen Hochstapler inzwischen selbst nicht mehr glaubst. Blödsinn. Ah, und warum schnüffelst du dann in seinem Zimmer rum? Wie oft soll ich's bitte noch sagen? Ich habe nur meine Arbeit gemacht. Wer's glaubt? Ja, und wenn, bist du überhaupt nur du schuld, ja? Wer hat mir denn diesen Floh in Sorge gesetzt? Also gibst du's zu? Ich gebe überhaupt nichts zu. Und außerdem wissen doch wir beide, warum du versuchst, ihn schlecht zu machen. Weil Herr Tanner alles das ist, was du nicht bist. Kultiviert, gebildet, vermögend, ein Mann von Welt und nicht einer, der den nächsten Misthaufen für den Nabel der Welt hält. Oh! Warum ziehst du unsere Liebe so durch den Dreck? Ach so, mach ich das? Ja. Muss ich dich etwa an deine Kontraliste erinnern? Unter Pro stand, dass ich dich liebe. Viel zu viel stand dagegen. Herzlich willkommen. Hallo. Wir nehmen das Menü des Tages. Das Menü des Tages. Da liegt ein Missverständnis. Ihr Essen kommt sogleich. Hast du die Bestellung aufgenommen? Als du in der Speisekammer warst. Ich habe Ihnen das Menü des Tages empfohlen. Meine Robert wird es jetzt schwer haben, den Standard zu halten. Ich kann schließlich nicht auf alles und jeden Rücksicht nehmen.